Jo, moin! Und zwar, wir sind, wie angekündigt, fange ich heute an, das erste Projekt, oder nicht das erste Projekt, die erste Folge Banished zu spielen. Die Einstellung habe ich schon vorgenommen, auch im Spiel. Also ich habe ein bisschen an meiner Auflösung, oder beziehungsweise an der Grafikeinstellung ein bisschen runtergedreht. Zwecks Aufnahme ändert sich in keinster Weise eigentlich, ob ich das jetzt noch volle Pulle mache oder nicht. Mir zuliebe habe ich es bloß gemacht, damit das ein bisschen vielleicht auch flüssiger läuft, weil ich nicht weiß, wie das sich mit dem Aufnahmeprogramm verträgt. Ja, und zwar Einstellungen, wie gesagt, habe ich schon gemacht. Terrantyp, Valleys, die Größe Medium, Klima Fair, Disaster On, also Krankheiten, und die Startkonditionen oder die Anfangsphase ist auf Medium, also man kann auch Hard und Easy nehmen. Easy ist so einfach und Hard möchte ich eigentlich noch nicht probieren. Hat man am Anfang ein bisschen weniger an Materialien. Ja, wenn ich das jetzt verschieben könnte, könnte ich euch das mal zeigen. Im Hintergrund, ich habe das nämlich mal mir angeguckt, ein bisschen ausprobiert. Das ist dann schon reichlich weniger an Lebensmittel, die dann, oder Feuerholz und so weiter, die da zur Verfügung stehen. Ja, Ziel ist es eigentlich, so viele Einwohner wie möglich hinzukriegen. Ich hoffe, ich kriege genug Folgen hin, oder ich hoffe es mal eigentlich. Ansonsten, sag ich mal, wird das vielleicht so ein Massensterben werden, wie bei meinen anderen Spiel oder Spielen. Dann ist dann auch, sag ich mal, ein kleines Ende dann damit abzusehen. Also, solange es geht, machen wir und dann werden wir einfach sehen. So, ich starte jetzt einfach. Ich habe mir jetzt auch keine Karte ausgesucht, gleich die erste. Wie heißt die? Outlook-Keber oder so. Egal. Gut, fangen wir an. Bei jedem ist es wieder unterschiedlich, wie schnell das Laden dauert. Bei mir dauert es eben ein bisschen. Ich habe auch nicht so eine super tolle Grafikkarte. Ist mir aber auch Wurst, für die Zwecke, die ich benutze, reicht das. So, da sind auch unsere wunderschönen kleinen Bewohner. Unser Lager ist natürlich auch nicht mal voll. Und zwar, wir fangen gleich an, eine Sammlerhütte zu bauen. Ich hoffe, die finde ich auch gleich wieder. Nicht dort. Wo war es? Hier war es. Genau. Die Gathers Hut. Diese Sammlerhütte. Wo klatsch mal die hin? Mach mal die am besten hin. Wäre mal ein bisschen blöd hier genau auf dem Berg. Wo kann man hier machen? Wir machen sie einfach hier hin. Boah, die Tasten habe ich mir da gemerkt. Aber ich habe es jetzt eine Weile nicht mehr gespielt und mal ein bisschen andere Spiele ausprobiert. So einen alten Dinger. So einen alten Schinken, sag ich mal. So. Dann müssen wir natürlich noch hier das, das und das brauchen wir, ist ganz wichtig. Hier natürlich unsere Anzeige für das Lager, was jetzt hier noch an Essen drin ist. Beziehungsweise hier ist das, was im Lager vorhanden ist. Hier ist die allgemeine Liste, was so alles noch vorhanden ist. Ja, unten ist dann eben die Arbeitseinteilung. Zurzeit haben wir 10 und 7. Kinder. Ups. Ja. Wie gesagt, habe es wieder lange nicht gespielt. Da sehe ich schon wieder nicht durch. Gut, die machen jetzt hier, oder die räumen jetzt erstmal hier alles weg, damit die dann hinkommen. Und dann ist gut. Dann wollte ich noch ein weiteres Materiallager hinhauen. Ich wollte eher sagen, ein größeres. Ich will das kleine gar nicht behalten. Die Frage ist wieder, wo war das? Stock Pier. Genau. Das war 4x6, also 4 hoch. 6 hoch und 8 breit dann. Also ein bisschen mehr. Das Doppelte sozusagen. Oder? Ja. 8x6 oder 10x6. Nein, wir können es machen. 10x6, egal. So, Stockpile, Woodcutter,
Feuerholz bräuchten wir also so einen Woodcutter, der dann von diesen Baumstämmen Feuerholz produziert, damit die dann auch irgendwann mal einziehen können. Bau mal den hin. Gleich daneben vielleicht. Wäre das gut? Meine Stimme ist jedes Mal vorzutrocken. Egal, wann ich eine Aufnahme mache. Sehr toll. Feuerholz brauchen wir. Woodcutter. Da. Eigentlich wollte ich die ja noch abreißen. Deswegen werde ich die jetzt auch clever weise daneben hinstellen. Eigentlich direkt daran. So. Haben die noch ein bisschen zu tun. Aber da brauchen wir natürlich auch schon 6 Stück. Teilen wir auch mal 3 ein. Die halt anfangen hier ein paar Häuserchen zu bauen. Beziehungsweise von den Materialien, die hier noch übrig sind. Auf dem Materiallager. Ansonsten, wenn keins mehr da ist, werden wir hier uns einfach an der Natur bedienen. Oh, die klopfen natürlich schon fleißig. Beziehungsweise hier. Weil hier noch ein paar Steinchen im Weg sind und dann sollte das auch hinhauen. So, Woodcutter, was brauchen wir noch? Natürlich brauchen die auch was zu essen, Nahrung und so weiter. Ist ein Jäger. Wo kriegen wir den Jäger her? Natürlich nehmen wir erstmal einen Bauern. Bei Nahrung. Nicht das. Der da. Ein Hunting Cable, sag ich jetzt mal. Ob ich das jetzt richtig ausspreche, ich weiß es nicht. Was ist das jetzt eigentlich hier so? Könnte man hier hinbauen. So. So, das Lager wollte ich natürlich noch abreißen. Jetzt hoffe ich, ich kriege das richtig hin. Remove. Jo. Reservefeuer halt zu wenig. Och, ja. Ich glaube, ich werde krank. Am Anfang machen wir nicht so schnell ein bisschen. Wir brauchen erstmal was. Dann brauchen wir noch... der Schneider. Dafür bräuchten wir erstmal einen Jäger, der überhaupt ein paar Tierchen jagt, wo das Leder dann hergestellt wird. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Die Version jetzt, glaube ich, ist noch die 1.0.0. Neue gibt schon, ist allerdings eine Beta. Weiß ich nicht, ob die dann richtig läuft. Hab mich jetzt auch nicht dafür angemeldet. War zu faul. Reicht mal so. So, und für unsere Sammlerhütte brauchen wir 4 Mitarbeiter. Die Bären und jeglichen Kräuter, Bären, Wurzeln und so weiter alles sammeln. Machen wir jetzt eine volle Moppe. Noch 2 dazu, dann habe ich 3 gerade mal hin und her bringen. Ja, will ich jetzt nicht. Wir brauchen mal ein bisschen Holz und so weiter. Also ein bisschen Platz hier freiräumen. Also jetzt alles genommen, was jetzt hier in dem Weg ist. Holz, Steine, Eisen. Werden die jetzt klopfen, wenn ich das jetzt hier alles markiert habe. Die schlappen das, schlappen. Die schaffen das jetzt alle schon mal rüber. So, und natürlich kann man die Zeit auch ein bisschen vorspulen. Die Zeit, die Geschwindigkeit. Und dann müsste das jetzt mal ein bisschen hier flott gehen. So. Dann braucht man noch einen Schmied, der Werkzeuge herstellt. Bei Werkzeug haben wir noch 30 da. Kleidung ist 13, also wir brauchen dann unbedingt noch den Schneider. Und dann ein Kräutersammler, dann ist dann erstmal das die Grundversorgung so gedeckt. Genauso wie ein Fischer bräuchte man vielleicht noch. Dafür bräuchte ich aber mal die Karte. Damit ich nicht wie letztes Mal habe ich letztes Mal einen Fischer hier hingemacht. Fischer nicht, das war so ein Handeldepot. Und das war dann superweise an so einem See.
Habe ich nicht gesehen, weil ich die Karte nicht aufgeschlagen habe. Ja, und am See kommt keiner vorbei. Also hier so. Hat er schon ganz schön weiten Weg. Puh, wo ist hier das nächste? Hier unten. Eieiei. Da hat er ganz schön zu tun, um dann hier hinter zu kommen. Also, kann man doch den Fischer hier hin hauen. Fischer, Fischer, Fischer. War auch beinahe das Fischchen hier. Ja, blöd natürlich, dass er dann... Hat dann da wieder für Macken. Ein bisschen... kommt schon ein bisschen... zurück. Machen wir so hier. Gut. Die können dann erstmal hier weitermachen. So, dann haben wir natürlich den Holzfäller. Oder den Woodcutter, der das Feuerholz verarbeitet. Beziehungsweise das Holz zum Feuerholz verarbeitet. Jetzt haben wir natürlich hier auch schon wieder ein weniger. Vier, dreier arbeiten. Sollte eigentlich mal so reichen, hoffe ich mal. Wir brauchen ja auch Holz. Dann müssen wir auch noch ein paar Wohnungen bauen, damit die dann auch einziehen können, diese lieben Leute. So, sechs Hütten. Also drei runter, drei daneben. Eins, zwei. So, daneben auch mal wieder. So, was ich ungefähr daneben das hinkriege. So. So, jetzt habe ich mich mit der Teugle verdrückt. Pardon. Ja, die bauen jetzt so viel. Oder machen jetzt gerade so viel, dass die hier ein bisschen noch verwirrt durch die Gegend rumrennen. Ja, jetzt bräuchte man 14 Arbeiter, aber es geht ja nicht, das sind nur durch die Häuser. Auf jeden braucht man 2, 3. Oh, könnte ihn auch 9. Nee. Ach egal, ist irgendwie auch Puppe. Schleppen wir von links nach rechts zurück. So, das ist der Jäger. Ich kann aber keine weiteren einteilen. Die müssen erstmal hier na, die Häuser bauen. Der hat schon sein Limit erreicht an Holz. Das ist ja genau bei 300, glaube ich. Oder 200. 300 haben wir schon. Mach mal 400, ist eine schöne Zahl. Da kann er ein bisschen weiter klopfen, wenn er überhaupt was hat. Ja, die Baumstämme sind jetzt natürlich wieder leer geworden. Ist klar. Weil der erstmal uns das hier wegnimmt. Und auf 300. Kann erstmal aufhören. Die Namen finde ich immer sehr genial. Jens Herli has become an adult and is working as laborer. Also zu den Erwachsenen. Zählt ja jetzt das Kind als Arbeiter. Ist dann, ich fange auch früher an, habe ich ja im Video schon erwähnt. Mit 11, glaube ich schon. Und ja. So, hier Leute, hier wollen wir mal. Was wollen die da hinten nämlich schon? Dass die endlich mal einziehen können, sonst jammern die da rum.
So, also ich bin echt gespannt, wie weit ich komme. Also letztes Mal habe ich schon geschafft. Du hast dann eben, wie in dem Video gesagt, das riesengroße Massensterben dann passiert ist. So an die 33 Stück. Also ich hatte knapp, sagen wir mal, 60, 50 Leute und dann sind die dann alle ein bisschen hops gegangen. War ein bisschen blöd, aber naja. Kann man nicht ändern. So. Ein Häuschen ist fertig, der ist ganz schön einziehen. Ich kann glaube 8, ich glaube, sogar genau 8 einziehen. 5 haben wir hier, 3 noch mit runter. Hier sind die Kinder. Und die werden damit 11, 11 und 10 schon sogar schon. Wow. 11 habe ich mal gedacht, da wird mit 10 sogar. Oh, guck mal, das ist nicht der. Genau, mit 10 dann. Also, mit 10 werden die dann zu, zu erwachsen und können dann schon fleißig mitarbeiten. Na, herrlich. Gut für uns. So, das muss jetzt auch ein bisschen mal schneller vorangehen. Weil sonst überleben wir den ersten Winter nicht. Ist ja nicht mehr lange hin. Sommer haben wir noch. Der hat dann natürlich auch einen. Na, ja, 4 kann man einstellen, aber ach, seid ihr da ein bisschen blöde. Was mit denen? Der hat kein Feuerholz mehr. Deswegen. Sag's dir mal gleich. Und dann ist er schon ein bisschen blöd. Ja, die Reserve der Loks ist los, mir logisch. Die Sammlerhütte hat natürlich auch schon 2 Mitarbeiter. So, jetzt sind erstmal so ungefähr alle eingezogen, diese Säulen. Damit dann auch diejenigen ausziehen können und sich vermehren können. Er ist ganz alleine ausgezogen, natürlich auch schon. Hey? Ja, er ist alleine ausgezogen. Nicht schlecht. Okay. So, wir brauchen keine mehr zu bauen. Wir brauchen ganz dringend Holz. Holz, 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 Holz. Holz, eine Geschwindigkeit mal weniger. 2 so reicht. Ja, nicht hier. Holz kann man natürlich ja selbst auswählen, dann also Holz, Stein und Eisen, was er dann eben abbauen soll. Hier braucht man erstmal Holz, 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 ist das Wichtigere. Ich guck gerade, welche Richtung wir machen können. Na, einfach hier drüben. Bones, das Holz. Erstmal Feuerholz haben. Und auch meine Maus, pardon, die hat, ja, meine Maus ist auch nicht die beste. Die hat nämlich einen Kleelematsch. Ja, was kann man noch? Wir können Wege bauen. Warum bringt das jetzt so schon was? Na ja, gut, kann man nachher machen. Muss jetzt nicht unbedingt gleich sein. Und zwar auf jeden Fall brauchen wir Kleidung. Beziehungsweise den Schmied auf jeden Fall, aber der braucht Eisen. Und den Kräutersammler, also der Herbalist, wenn ich das jetzt mal so richtig ausspreche, der sollte dann aber in einer Nähe sein, wo kein Wald abgeholzt wurde. Da wir das hier sicherlich alles abholzen werden. Stärke ich mal vor, den werden wir hier hinten reinbauen. Dann. So, wir haben natürlich wieder ein Kind geboren, oder es wurde eins geboren. 7 sind ja noch, die folgen sollen. Fischer. Einer, wenigstens.
schon lange, ey. So, jetzt kommt der Winter. Wir haben 963 Mal Essen auf Deutsch. Wir gehen mal zu der Jägerhütte, teilen da 2 noch ein. Oh. Dann ist der voll. 4 haben wir noch so, die wir beschäftigen können. Eigentlich müssen jetzt noch 2 in der Sammlerhütte. Wo ist er? Schon zu weit. Was hat sie denn schon gesammelt? Ja, geht eigentlich. Wie viel haben wir jetzt? 963. Das Lager ist auch nicht voll. Felder und sowas haben wir erst danach machen, wenn ein bisschen mehr Bewohner sind. Einer fleißig wie ich geboren, also. Ist das schon mal okay. 1000. Es geht schnell vorbei. Also hier die 1800, die wir am Start hatten. Am Start, also am Anfang. Die sind dann schnell aufgebraucht. Leder haben wir ja auch schon. So. Jetzt haben sie nichts mehr zu tun. Der hat sein Feuerholz voll. Da werden wir jetzt noch schnell den Schneider bauen. Jetzt machen wir erstmal überlegen, wo haben wir den Schneider gehabt. Ich glaube, ja, genau, der Taylor. Die machen wir da glatt daneben. So. Das ist der sogenannte Sammler. Oder die Sammlerin. Na, krieg ich dich. Gatherer, genau. Läuft mir zu schnell weg. Leder haben wir ja auch schon. Also. Tadam. Es wird langsam. Auf jeden Fall, den Winter werden wir überstehen. Und dann müssen wir dann auch sehen, was wir noch bauen. Also, wir werden dann noch. Hinzu kommt ja noch einiges an. Der Schmied, der dann die Werkzeuge herstellt, weil die werden ja auch mit der Zeit knapper. Das wusste ich am Anfang auch nicht. Und hatten hier alle kaputte Äxte und haben mal 3 Stunden auf so einem blöden Stein rumgehackt oder am Baum. Ja, bis ich das dann mal verstanden hatte, dass sie sowas brauchen, sind dann natürlich die Leute, weil sie an Asparuhalt waren, gestorben. Also 21 Einwohner insgesamt. Hier ist wieder einer einzeln gezogen, immer noch der. Ich finde schön. Da wurde keinen gesehen, der mal wo 8 drinnen gewohnt haben. Immer noch 5. Hier noch 4 ist natürlich ausgezogen. Leute, wo seid ihr? Was machen die denn? Wir sammeln hier noch fleißig hin und her. Bam, bam, die Priorität. So, jetzt fangen sie an, endlich. Sehr schön. Wieder ein Kind. Wie heißt das? Rochel? Der Volk ist Bernhard. Ja, wie so Bernhardiner. Okay. Cecily, Oris und wie ist das nochmal? Lass Honor. Ja, also die Namen sind echt genial. Kann man wieder drüber lachen. Oh, später Winter, die Winter haben wir überstanden. Zum Glück. So, Holz ist genügend da. Feuerholz muss ja natürlich gemacht werden. Hat er noch zu tun eine Weile.
Arbeit einteilen. 3 Stück. Oh Gott. Mal ein bisschen vorspulen, dass der so mal ein bisschen jetzt hier gebastelt. Kriegt die jeden 3. So sieht man ja immer, wie viel die brauchen. 32 mal Holz, 48 Steine und 60 mal Eisen. Eisen haben wir ja noch. Wenn das dann irgendwann zugrunde geht, dann brauchen wir eine Eisenmine, logischerweise. Und dann, ja, dann braucht man richtig viele und das sind glaube ich 15 oder 16 Mitarbeiter, die man braucht deswegen. Also so ab 100 oder ab 50 würde sich das wirklich lohnen. Und es war am Anfang richtig gut. Aber naja. Unempfohlen. So, wie lange brauchen die jetzt hier noch? Iron haben wir doch aber eigentlich noch. 107 mal. 103. Na gut. Jetzt braucht ja der hier. Aber Essen haben wir auch nicht gerade viel. Also manchmal schon zieht sich das ein bisschen in die Länge. Aber naja. Deswegen auch nicht wundern, wenn ich mal nicht sage, mal eine Weile. Aber ich glaube, das ist ganz schwierig bei mir. Ich quassel eigentlich immer. Ich hoffe nicht zu viel. Und dann, ja. Aber ich finde es immer irgendwie ein bisschen blöd, ein Video aufzunehmen und dann nicht zu reden. Ist ja kein Top-Stumm-TV oder so. Achso, das ist immer noch der Schneider. Der Schneider und der Schneider und dann kommt... Ja, wir brauchen noch ein paar Wohnungen auf jeden Fall. Ich würde echt noch 3 bauen, weil so viel wieder kommt. So, und da es 3 sind, 1, 2. Ich ordne die mal so ein bisschen an, also nichts Schlimmes, aber auch nichts Verwerfliches. Natürlich bräuchten wir jetzt hier einen Schneider, der die Kleidung macht. Natürlich jetzt gerade ein bisschen blöd, wir bräuchten noch ein bisschen ein paar Erwachsene. Wir haben nur 11. Was gibt es jetzt schon wieder zu tröten? Die Steine sind wenig, ja, ist klar. Die Steine haben wir noch O5. Okay. Müssen wir die noch zu Steineklopfen schicken? Wo sind wir? Stone. Haben wir ja noch ein Glück hier in der Nähe Paralin. So hat nämlich noch nicht das andere ausgebaut. Aber damit hier welche mal einziehen können, die dann zusammen wohnen. Sehe ich jetzt mal ein bisschen hinziehen, dass der hier fertig wird, der letzte. Mit den 3 Häusern, aber ist ja nichts Schlimmes. Zumindest am Anfang. So, mal gucken, was die Fischer da macht. Der alleine einzelne. Ja, nein, das ist natürlich dünne. Also normal sind es 600. Gucken, was unser Jäger macht. Die 3 Mann. Die müssen eigentlich gut. Ja, letztes Mal waren es 200 führen. Also Venison ist das Fleisch und Leder, ja, ist Leder logischerweise, ne? Wir müssen natürlich auch nochmal einen dazu bauen später. So, jetzt bauen hier natürlich 2, einer. Weil das eh gleich fertig, also brauche ich keinen dazu mal machen. Und dann ist schon gut. So, 3 Häuserchen geschafft. Wir können die jetzt ruhig noch ein bisschen hier... Nee, nicht wirklich. Ich würde einen Schmied noch machen, gerne. Nein. Was habe ich jetzt gedrückt? Ich habe nichts.
jetzt noch Kleidung machen. Dann kann man ja mal schon einen Weg durchziehen. Also zumindest von hier so quer durch. Meistens so mal ein Dreckweg. Steine. Steiniger Weg für Steine ist logisch. Puh, könnte man machen, aber mach ich jetzt nicht. Bin ich ein bisschen zu faul. Ja, haben wir den so weit weggesetzt. Okay. Passiert natürlich. Da wollte ich eigentlich so eine 2-Reihe machen, aber damit. Er sieht doch nicht so aus, wie es jetzt hier ist. Ne? Also da kommt doch einer vorbei und klopft dann fleißig mit. So, hier waren natürlich auch 2 Reihen. Weiß nicht, 2 Reihen sieht schöner aus wie 1 Reihe. So, und das ist erstmal der Weg dahin. Der ist jetzt ein bisschen unwichtig. Und, ja gut, was heißt wichtig? Die Wege sind schon wichtig, weil so kommt der dann schneller dahin. Von A nach B sozusagen. Also so gucken. Bisschen blöd. So. Zumindest wenn es der kürzeste Weg ist, machen die das immer so. Der hat schon sein Feuerholz wieder voll, das ist gut. Das muss man natürlich erhöhen, weil 300 ist nicht viel. Gucken, was sagt die Hütte. Ja, so 740 ist immer noch ein bisschen zu wenig. Ja, was macht unser Bärensammler, wollte ich gerade sagen. Doch, Bärensammler. Hat die das gesteigert? Ja, sehr schön. Das ist natürlich mehr geworden, das ist super. Das ist richtig perfekt. Und die haben gerade gar nichts zu tun, glaube ich. Da können wir doch ein bisschen Material ein bisschen abbauen. Auch wenn es nur hier diese kleine Ecke ist. Stein und Eisen ist immer zu gebrauchen. Aber mal Stein und Eisen sagen. Ich würde jetzt doch sagen, dass ich jetzt noch den Schmied mache, den Blacksmith, wie man den auch so nennt. Wo finde ich den noch mal? Wieder vor. Er braucht nämlich auch Steine und so. Mein Lieb, wenn die mir jetzt hier anfangen, aber wollen sie wieder nicht, also Prairie. Priorität wieder übersetzen. Auf das. Dann können die erstmal dort wegmachen. Was brauchen wir noch? Ein Förster, der natürlich da ist aufrüstet und natürlich auch ein bisschen Holz selber mit reinschafft. Oh, ja, so Essen ist genial. 1000. Sehr schön. Also wie gesagt, am Anfang ist es nicht schwer, aber es kommt dann mit der Zeit wirklich, wo man hier schon ein bisschen am Durchdrehen ist. So, 2 Mitarbeiter kann man abziehen. Dann kann man für den Gatherer. Jetzt kommt nämlich schon wieder der Winter, aber den Winter werden wir locker überstehen. 1000. Was haben wir in Eisen? Oh ja, das geht eigentlich. Für den Schmied ist das dann sehr schön. Haufen Kinder und Erwachsene sind ja dazugekommen. Sehr schön. Also hier seht ihr schon den Unterschied an diesem Dreckweg, sag ich jetzt mal. Das dunklere ist der fertige und der helle ist, das ist immer noch der vorgezeichnete, den der machen sollte. Ui. So. Ja, der klopft dann. Ne, doch nicht, der macht dann noch die Hütte. Pardon.
haben jetzt wirklich alles in der Nähe abgeholzt, was es gibt. Sehr schön. Ich würde fast sagen, wir bauen hier echt einen Förster hin. Aber... So, wir warten noch ein bisschen mal hier, was fertig haben. Dann will ich noch ein bisschen die Jobs einteilen, die übrig sind. Kräutersammler ist natürlich für die Gesundheit. Jetzt ist es noch so 4,5 Herzen. Das ist die Gesundheit und das ist die Zufriedenheit. Wenn die Kräuter haben, sind die dann gesünder. Oh. So, 7, wir können eigentlich schon ein bisschen mal. Wo war's denn? Gather Runner. Genau, dann können wir hier gleich noch einen einstellen, der. So. 50 Kleidung für 50 Mann oder so in der Art. 50 Mann Kleidung, Quatsch. Jetzt war ich bei dem Schneider. 50 mal Werkzeuge müsste reichen am Anfang. Der bedient sich dann selber, holt das jedes Mal. Und die bauen fleißig. Er macht jetzt eigentlich den Weg. Muss man jetzt doch auf Bild einteilen? Ich dachte, die macht das selber. Ach, da muss man doch hier drücken. Ich dachte, das war ja 0 anzeigt. Na ja, gut. Soll ja auch mal fertig werden. Jo, dann war das jetzt die erste Folge. Keine Ahnung, wie ich nennen werde. 0.01 oder so, wie auch immer. Und dann, wie gesagt, geht das dann so lange weiter, bis hier wirklich Ende im Gelände ist. Auch wenn wir dann ein riesiges Massensterben wieder sicherlich haben werden oder wie auch immer. Versuchen wir mal so einiges zu retten. Oder versuche ich zumindest. Hab's ja bei meinem Offline-Spiel eigentlich auch geschafft. Von den 50 habe ich ja 20, 25 halten können. Beziehungsweise die überlebt haben. Und so ein bisschen bin ich dann auch weitergekommen. Also nichts Schlimmes. Großartig sozusagen. Also 1000 wieder. Also ist richtig gut. Mal gucken, was sehen. Hat er jetzt besser L? Das war zentrieren. Falsch. 1000. Genau, 1000. Sehr gut. Der Fischer kann dann natürlich auch noch 3 Leute kriegen. Das ist jetzt wieder low. Das Holz. So, und Holz wäre dann das nächste, was wir dann machen. In der nächsten Folge. Hier natürlich ist der Fisch wieder gestiegen. Eine 3. Weil der Anfang ist klar. 201. Müssen natürlich noch 3 Leute hier hinzufügen. Dann haben wir noch 2. Ja, das wird knapp. Machen wir dann in der nächsten Folge den Fischer noch dazu. Dann kommt noch der Kräutersammler, den werden wir hier hinten reinhauen. Den darf man dann, sollte man nicht abforsten. Damit er dann so viel wie möglich findet. Man sagt ja eigentlich immer so einen dunkleren Wald, aber irgendwie ist alles dunkel. Ja, werden wir sehen. Gut, aber erstmal bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Abo gibt oder ein Like oder Kommentare, was euch gefallen hat, was kann ich verbessern und so weiter. Alles erwünscht und würde mich dann eben wieder freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder zu Banished einschaltet. Ich sag dann Tschüss.